Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber. Servus, grüß euch und hallo zur 11. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Als erstes möchten wir uns für über 100 Abonnenten bei YouTube bedanken. Ihr seid alle super. Wer noch nicht abonniert hat, gönnt ein bisschen und klickt auf Abonnieren. Dankeschön. Heute ist wieder das Thema Kindle Direct Publishing dran. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, der uns und euch hoffentlich zusätzlichen Input liefern kann. Hallo Markus Mangold. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, du hast dich ja aufgedrängt. Ja, stimmt. Ja, der Markus hat sich nämlich bei mir gemeldet nach dem letzten KDP-Podcast mit dem Jonathan und hat gesagt, hallihallo, ich bin der Markus, von dem der Jonathan gesprochen hat und ich möchte auch meinen Senf noch dazugeben. Stimmt, genau. Ja, möchtest du uns vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, wie du zum Print-on-Demand-Business gekommen bist oder was du so gemacht hast in den letzten Jahren? Ja, gerne. Also ich habe angefangen vor circa 10 Jahren mit Verkauf von Stockfotografie über Fotolia hauptsächlich oder nur exklusiv und habe das neben meinem Job so langsam angefangen und habe das recht erfolgreich die letzten Jahre gemacht und vor circa 2 Jahren gab es dann Einbruch. Warum? Ein bisschen schwer zu sagen. Irgendwie sind die Verkäufe runtergegangen und ich musste halt gucken, da ich dann seit circa 6 Jahren bin ich komplett selbstständig, musste ich den Fehlbetrag auffangen und habe angefangen, nach Alternativen zu suchen. Ist Fotolia da gekauft worden von Adobe? Glaubst du, war das deswegen der Einbruch? Nee, es war schon vorher. Wobei das bestimmt, ich meine, das Problem ist ja, Fotolia, wann wurde es gekauft, beziehungsweise wann haben die Veränderungen angefangen? Es gibt ja heute noch Fotolia. Bis November gibt es die Webseite noch und dann ist es erst komplett auf Adobe Stock umgeswitcht. Aber es liegt natürlich daran, wo ich angefangen habe mit dem Bilderverkaufen, gab es 11 Millionen Bilder online bei Fotolia. Mittlerweile hat Adobe Stock oder Fotolia jetzt noch 200 Millionen. Das sind okay. Sehr viele. Ich war in der Nische drin, ich habe so 3D-Bilder gemacht. Da gibt es ganz viele, die das jetzt auch machen. Also es sind viele Gründe. 3D-Bilder am PC erstellt oder meinst du andere Technik? Nee, am PC erstellt. Okay. Meistens so Innendesigns, so Wohnungen oder Geschäfte, wie auch immer. Und die dann verkauft. Und dass du zu anderen Plattformen wolltest du nicht gehen oder durftest du nicht gehen, weil Fotolia das nicht zulässt? Ja, es gibt zwei Modelle. Es gibt einmal die Exklusivität. Bei jedem Anbieter eigentlich bietet es an. Und Exklusivität heißt, du darfst dann nirgendwo anders hochladen. Ja. Aber nicht nur die Bilder, die du schon online hast, sondern egal welche Bilder. Wirklich? Also, ja. Also ich durfte dann nicht, zum Beispiel, ich lade einfach Häuser hoch und bei Shutterstock dann, was weiß ich, Schlafzimmer, nur als Beispiel, das würde auch nicht gehen. Also die Exklusivität hat mich komplett, hat mir es komplett verboten, woanders hochzuladen. Aber Fotolia war halt der Big Player, schon immer. Da gab es die höchste Provision und daher habe ich das damals so akzeptiert und so weiterlaufen lassen. Und dann, als es doch ein so großer Einbruch war, dass es nicht mehr zum Leben gereicht hat sozusagen, da habe ich dann die Exklusivität erst aufgegeben und auch auf andere Plattformen hochgeladen. Aber das hat das nicht aufgefangen. Also da sind wir dann, oder bin ich mit dem Umsatz nicht so hochgekommen, wie es früher mal war. Und um wie viel ist es da eingebrochen? Um 50%, um 70%? Oder? Also bei Fotolia würde ich sagen,
fast 75-80% weg. Ja. Also das denke ich ist auch ein Mahnmal für alle Leute da draußen. Verlasst euch nicht auf eine Plattform, sondern wie wir es immer propagieren, Multipod. Absolut. Also, weil das kann, das ist ja eine Sache gewesen von einem Tag auf den anderen. Ja, klar. Also, nicht einen Tag auf den anderen, aber sehr schnell. Also, so schnell, dass du natürlich dann nicht reagieren kannst und sagen, weil hochladen auf andere Portale und Dinge, das kostet, das braucht ja auch Zeit. Hm. Also, so schnell kannst du da gar nicht reagieren, dass du diesen Fehlbetrag aufholst. Und das habe ich sehr gespürt. Und ja, und dann steht man erstmal da, wenn man, gut, ich mache halt auch so Auftragsarbeiten, so Designarbeiten, so Logo-Contests und, aber die sind dann auch wieder zeitaufwendig und ja, es, und wenn man das halt gewöhnt ist, dass man so doch recht passives Einkommen hat, dann versucht man das natürlich wieder aufzubauen oder wieder hinzubekommen. Und da hast du dann, bist du da relativ schnell auf KDP gekommen oder hast du jetzt eine Zeit lang einfach versucht, was anderes zu probieren? Also wahrscheinlich dann das mit den T-Shirts, vermute ich jetzt mal. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du zu KDP dann übergekommen bist? Ich habe Anfang 2018, dann habe ich einen Kurs für T-Shirts gekauft über Ads. Also Facebook-Ads. Welcher Kurs war das? Ist es der von Gaswinkel, oder? Ich hab sogar beide gekauft. Ich glaube, das ist so Standard, das haben so viele gemacht. Ja. Und sie sind auch sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich bin da echt kläglich gescheitert. Ja, extrem. Hab relativ viel Lehrgeld bezahlt. Nicht nur für die Kurse, sondern auch für diese Ads. Aber ich glaube, da gibt es viele da draußen, die mir nachempfinden können. Letztendlich, man muss sich schon sehr gut auskennen, dass es funktioniert. Oder Glück haben, vielleicht das eine oder andere Mal einen Renner haben. Aber das hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich hatte 7 Verkäufe. Vielleicht auch 8. Es hat sich also nicht gelohnt. Ich habe alles probiert, dann in den USA und hier und naja, wie gesagt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird's dann schwierig, ja. Und dann habe ich natürlich angefangen, da habe ich mich beim Merch angemeldet, wurde auch relativ schnell genommen. Oh, das wird jetzt bei vielen Schmerzen. Ja. Das war, glaube ich, aber einfach vor einem Jahr ganz anders, wie es momentan sich so anhört. Und dann wurde ich da genommen und dann habe ich die ersten 10 Designs habe ich mir gekauft bei Fiverr. Habe die hochgeladen, die waren mit Listing, da war alles fertig, dass ich einfach sehen wollte, wie muss sowas aussehen. Mhm. Und ja, und dann bin ich eigentlich, ja, da habe ich nach Software gesucht, dann bin ich auf Merch Informer gekommen, dann über den Post von Felix in der Shirt Moneymaker Gruppe auf Merch Titans oder was von, ich weiß gar nicht, wo der Post war, ist ja auch egal. Auf Merch Titans und bei Merch Titans habe ich einmal was gesucht. Also ich habe dann geswitcht auf Merch Titans, habe dann mal was gesucht und dann gab es die Auswahlmöglichkeit, anstatt T-Shirts gab es KDP. Und ich habe das angeklickt und habe dann gesucht und dann waren lauter Quadrate zu sehen, einfach Bilder. Hm. Und ich wusste nicht, was das ist. Und so, das war der Beginn. Da war auch zufällig gerade ein Post von diesem Curtis von Merch Titans, der angefangen hat mit KDP und sich deswegen dieses Tool auch gebaut hat und es öffentlich gestellt hat, also mit in dieses in das Merch Titans. Und so bin ich draufgekommen. Und dann habe ich da geguckt und habe eine Facebook-Seite gefunden. Englisch, alles aus USA, da halt viel gelesen und habe gesagt, gut, das probiere ich jetzt auch. Und mein erstes Buch war ein Coloring Book, also ein Ausmalbuch für Erwachsene. Ja, ich würde es mir nie kaufen. Aber mit vielen Pimmeln und Titten, oder? Nein, ich hab eine Architekturvariante gewählt, gerade durch diese 3D-Bilder, die ich früher gemacht habe. Da konnte ich das relativ gut erstellen. Ich habe mir die Bilder auch selber erstellt alle.
und wollte ein Buch mal machen und gucken, was passiert. Und das hat sich dann relativ schnell ganz gut verkauft. Und dann ja, und dann war ich angefixt. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn sich eins verkauft, dann wird sich anderes auch verkaufen. Und dann habe ich einfach den amerikanischen Markt angeschaut, was machen die? Und habe einfach selber auch hochgeladen, habe mir Designs überlegt. Und also ich habe ja nicht, deswegen habe ich damals gedacht, ich melde mich auch bei euch, ich komme ja aus einer anderen Richtung. Ich recycle praktisch nicht die Designs, sondern ich erstelle wirklich für KDP meine Sachen. Mhm. Weil ich ja, ich habe vielleicht 80 Designs für T-Shirts oder so, wenn überhaupt. Okay, ja. Und, ja, bitte? Ja, wollte gerade sagen, da hast du natürlich nicht so den Zugriff auf ein Repertoire, ja. Genau. Da ist der Ansatz bei dir wirklich dann anders, weil du sagst, ich erstelle jetzt etwas direkt fürs Buch und bei uns ist ja eher der Ansatz, ich erstelle etwas für, damit das jemand tragen kann und ja, und probiere das halt, ob das Design auf einem Buch auch oder auf einem Notizbuch auch funktioniert, ja. Genau. Und ich glaube, dass das deswegen auch dieses Melden von mir, daher sehe ich das, glaube ich, auch gewisse Sachen einfach aus einer anderen Perspektive, die mir meiner Meinung nach, und ich glaube, dass der Erfolg der Sache mir auch ein Stück weit recht gibt, dass man es ruhig nicht zu stiefmütterlich betrachten sollte, das Ganze, sondern wirklich sich da auch Gedanken macht, welchen Mehrwert hat auch so ein Buch im Vergleich zum T-Shirt. Weil es wird oft so gesehen, okay, ich habe Designs, so wie du gerade gesagt hast, und die knall ich da drauf und was sich verkauft, verkauft sich, was nicht. Ist ja auch gut, würde ich auch so machen, hätte ich die Designs. Aber meine Herangehensweise war ja, da ich ja nichts anderes hatte, was machen die anderen? Und in den USA sind sie ja total verrückt. Also die machen ja Innenleben von Büchern. Ja, das glaubt man gar nicht, ja. Wenn man da mal liest, da habe ich mir in die Haare gedacht, wer kauft sowas, ja. Aber die Amis machen das halt. Und dann habe ich Bücher für den amerikanischen Markt gemacht. Und es hat sich auch ganz gut verkauft und immer so steigende Zahlen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, was ich doch in den USA, vielleicht funktioniert es ja auch in Deutschland. Und dann habe ich Bücher für Deutschland gemacht. Und da also dann. Extra für den deutschen Markt. Genau. Also ich habe die englischen genommen. Ja. Die übersetzt auf Deutsch. Aber das nicht Innenleben nur, jetzt. Auch ja. Innenleben, falls da Text drin war. Ja. Und Außenleben. Und natürlich das ganze Backend. Also Titel, Beschreibung und Keywords ja. Vor allem. Und das fällt einem dann ja erstmal leichter, weil ja alles auf Deutsch ist. Ist klar, ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass Deutschland sogar relativ schnell oder im Vergleich zum amerikanischen Markt viel schneller angezogen hat vom Verkauf. Und dann ist so, ich kann auch Italienisch, ich bin halb Italiener. Weil das jetzt probierst du in Italienisch auch noch. Und da ging es dann auch so tröppend los und immer mehr. Und da habe ich gedacht, so, und jetzt will ich es wissen. Jetzt mache ich noch Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Holländisch. Und das habe ich mir aber übersetzen lassen, weil die Sprachen kann ich nicht. Habe ich einfach die wichtigsten Bücher, die ich sah, oder die wichtigsten, die sich gut verkauft haben, habe ich mal die Texte genommen auf ein Word-Dokument und das über Fiverr für $5 übersetzen lassen jeweils. Und habe die Bücher online gestellt und mit unterschiedlichem Erfolg. Also da ist zum Beispiel bei mir jetzt Frankreich ist gar nichts, Holland auch nicht, das habe ich auch wieder eingestellt. Aber was immer noch gut ist, ist Italien, Spanien und Englisch und Deutsch, die vier sind hauptsächlich. Da hätte ich eine kurze Frage bei der Übersetzung, wenn du es übersetzen lässt. Woher weißt du, dass die Übersetzung jetzt besser ist, als wenn du sie mit einem Translator machst? Wenn du die Sprache ja nicht kannst? Da habe ich einfach in diesen Menschen vertraut, muss ich sagen. Als ich auf Pfeiffer? Ja. Ja. Okay. Ja, aber ich habe gedacht, ich kann es eh nicht kontrollieren. Ich kann nicht das eine kontrollieren und ich kann das andere nicht kontrollieren. Oder nur bedingt. Aber was ich weiß, wenn ich einen englischen Text auf Deutsch übersetze in einen
Übersetzungsprogramm, sagen wir Google Übersetzer, da kommt eigentlich meistens nur Grotte raus. Hm. Deswegen, und ich habe jetzt zum Beispiel, der eine war deutsch sprechend und holländisch sprechend und der war auch wirklich ganz nett und das war ein guter Kontakt und so war es eigentlich bei den anderen auch. Und es sind ja auch jetzt kurze Sätze. Also ich habe sie gegenkontrolliert ein bisschen, ob, wenn ich dann die spanische Variante in den Übersetzer rein auf Deutsch, was kommt dann raus? Das hat dann schon funktioniert. Also okay. Ob die jetzt perfekt sind, weiß ich nicht. Aber sie verkaufen sich, also von dem her kann mir keiner sagen, hätte ich es noch besser übersetzt, wird sie es noch mehr verkaufen. Vielleicht, ja. Ja, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass die Keywords auch gut übersetzt sind. Und die Keywords, die habe ich aber allerdings wirklich nur über den Übersetzer laufen lassen. Mhm. Weil einzelne Wörter übersetzen wäre Blödsinn. Also die brauche ich ja nicht übersetzen lassen. Ja, aber auch die Beschreibung und so, oder? Nee, die Beschreibung und so, die habe ich schon. Die habe ich übersetzen lassen von diesem Menschen. Ja. Obwohl die Beschreibung ist ja auch egal. Die wird ja sowieso nicht. Das wusste ich aber ehrlich gesagt nicht zu der Zeit. Ich habe das. Ah, okay. Ich dachte sogar, und ich habe auch so gelesen und ich habe auch einige andere gesehen, die das extrem voll gespammt haben, auch den Beschreibungstext. Deswegen dachte ich eigentlich bis zu eurem Podcast, ich dachte, dass es sehr, dass es relevant ist. Von dem her habe ich da trotzdem auch die Keywords drin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hundertprozentig wissen es wir ja auch nicht. Gut, deswegen. Ich auch nicht, aber es verkauft sich, also es ist auch egal. Ja, das ist das Wichtigste. Über Google kannst du immer noch gefunden werden. Ja, also dort sind sie relevant. Und ich habe ja einen Satz drin und automatisch habe ich auch die wichtigsten Keywords drin. Aber ich mache mir da jetzt nicht, weiß Gott, wie viel Gedanken drüber. Das ist auch meistens der gleiche Satz, halt abgewandelt für die Nische oder wie auch immer oder für das Design. Und fertig. Und dann halt, es hat 100 Seiten, es ist so und so groß, es ist Softcover oder wie auch immer. Mehr schreibe ich da ja auch nicht rein. So wie ihr es ja auch beschrieben habt letztes Mal. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so der Werdegang, beziehungsweise wie ich zu KDP gekommen bin. Okay, aber jetzt muss ich dich leider, das leider wieder ansprechen. Aber du hast jetzt wieder dieselbe Situation, dass du dich auf eine Plattform hundertprozentig fokussierst. Nein, hundertprozentig nicht. Wobei, es soll ja auch nicht so bleiben. Momentan mache ich noch viel KDP, weil es halt einfach gut läuft. Und gut. Mhm. Ja, es ist schwierig aufzuhören, wenn es läuft. Und dann denkst du natürlich, klar, ich hau noch mehr rein. Und das verkauft sich auch noch, also haue ich noch mehr rein und die Ideen sind hier genügend da. Deswegen ist gerade schwierig, klar. Aber ich habe ja, einmal habe ich ja noch meine Bilder, die sind auf 13 Plattformen online, da kommt schon auch ein bisschen was rein. Auf 13 Plattformen? Ja. Ach so, okay. Dann habe ich noch zusätzlich Mockups, die ich verkaufe auf Creative Market und Enviato oder Envato, wie es heißt. Da kommt auch ein bisschen was, also es ist jetzt nicht nur... Das aber ist, es ist natürlich gerade schon so vom Verhältnis, das meiste ist halt KDP. Aber das hast du bei Creative Market die Mockups, von denen du gesprochen hast, das sind auch T-Shirt-Mockups dabei. Ja, genau. Die habe ich. Da könntest du uns dann doch nachher einen Link schicken und dann können wir den doch gleich weiterleiten an unsere Hörer. Vielleicht hat ja jemand Interesse. Genau. Damit du auch was davon hast. Ja. Genau. Und es ist halt so, wenn du sagst, es stimmt schon, ich möchte es diversifizieren, deswegen bin ich ja auch in der Gruppe und habe mir den Kurs gekauft, als KDP eigentlich schon ganz gut funktioniert hat, weil ich es ja auch diversifizieren will. Okay. Und den Fehler werde ich nie wieder machen, dass ich alles auf eine Karte setze. Egal wie viel daraus kommt. Weil, wenn irgendwas ist, was weiß ich mache irgendeinen Fehler und Amazon sagt, Markus, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, dann das wäre das Super-GAU. Ja. Also von dem her ganz klar. T-Shirts genauso, ich möchte meinen Merch-Account machen, Spreadshirt und so weiter und sonstige Sachen, egal was. Und weißt du da zum Beispiel andere Plattformen, also andere als Amazon, die auch Print-on-Demand-Bücher machen, die wird es ja auch geben, oder habe ich schon gehört, dass es welche gibt, aber... Wahrscheinlich alles bei Weitem nicht so groß natürlich wie Amazon, aber wäre ja auch interessant. Dafür gibt es sicher weniger Konkurrenz dort.
es gibt wohl andere, wobei, was ich jetzt andere gesehen habe, das sind andere Anbieter, die verkaufen aber dann trotzdem über Amazon. Aber du machst das KDP, sage ich schon, das Print on Demand mit einer anderen Firma, aber die Bücher werden trotzdem über Amazon verkauft. Also die, es druckt jemand. Nur, an. Oder? Ja. Ich glaube nur, wenn mich nicht alles. Okay, na dann, ja. Es gibt bestimmt auch extra Plattformen, aber da habe ich jetzt, wüsste ich jetzt gerade keins, habe ich auch nie. Also ja, das wäre natürlich auch interessant, so wie man halt beim Print, beim T-Shirt Multiport machen möchte, wäre natürlich interessant auch bei Büchern das zu machen. Nur wenn man halt mit Amazon beginnt, ist man so verwöhnt mit der Reichweite und weltweit und da kann halt gar nichts mithalten. Ja, deswegen jetzt dann einen kleinen anderen Anbieter auch noch zu bespielen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, die Motivation zu finden. Ja, genau. Und was ich so gelesen habe, da ging es immer darum, dass es halt andere Anbieter für den Druck gibt. Und da gibt es dann natürlich so Sachen, die vielleicht schon auch interessant sind, dass man zum Beispiel Hardcover drucken kann oder Ringbücher. Das bietet ja Amazon alles nicht an. Also von dem her, so ganz außer Acht würde ich es nicht lassen. Also lasse ich es auch für mich nicht. Aber im Moment, wie gesagt, bin ich in dieser Maschinerie drin, wo ich einfach so, KDP. Aber ich denke mal trotzdem, dass je mehr wir das forcieren, das KDP und Amazon merkt, dass das funktioniert, ich denke mal, dass die sicher dann auch vielleicht zusätzliche Produkte einführen werden, wie College-Blöcke oder solche Sachen, also Sachen mit Ring und Hardcover vielleicht oder. Das wäre eigentlich interessant. Weißt du, wie das ist? Es war ja früher CreateSpace da, hat es da genau dieselben Produkte gegeben, wie es das jetzt bei KDP gibt? Oder also hat sich da auch erst mit der Zeit das weiterentwickelt? Ich habe mit KDP angefangen direkt, aber soweit ich weiß, weil sie switchen ja gerade noch um. Also es gibt CreateSpace schon nicht mehr, aber die Accounts werden immer noch umgeswitcht. Es sind gleiche. Es ist nur, es hat sich an den Keywords was geändert, also eher so an diesem Backend und an diesem ganzen Hochladeprozedur, aber die Produkte sind die gleiche, soweit ich weiß. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert durch KDP. Ich denke halt, dass das die günstigste Variante ist zu drucken, weil sie können ja letztendlich, du kannst das Buch anbieten, dass du selbst auch noch ein bisschen was verdienst für 3,99 oder so. Ja, irre. Von dem her. Und sie sind schnell. Absolut. Also von dem her denke ich, dass, aber wenn es läuft, wie du sagst, dass es da wie beim Merch sein wird, dass es sich irgendwann mal ausweitet, ist gut denkbar. Ich meine, es ist ja auch noch jung. Ist ja noch jünger eigentlich vom Gefühl her wie Merch, ja. Ja, sicher. Ich glaube, KDP, wie lange wird es das jetzt geben? Ein Jahr oder so? Oder wo das ein bisschen bekannter geworden ist? Ja. Und es springt halt schon wirklich sehr viel auf. Also ich denke schon, dass ich hatte jetzt am Wochenende das Treffen mit unserer Gruppe hier, Stuttgarter Raum. Und da habe ich auch gesagt, ich rede ja nur von KDP dann die ganze Zeit. und ich glaube, dass es, da haben wir so gesprochen, dass man hört ja oft gerade von denen, die es schon länger machen, das Merch oder Spreadshirt. Ja, damals war es noch einfach, ja. Oder hätten wir damals angefangen. Und ich glaube aber, dass wir jetzt momentan in diesem damals von der Zukunft sind bei KDP. Dass in 3-4 Jahren wird es sagen, ja, damals war es noch einfach, bei KDP anzufangen. Und ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, gut, da zu starten. Und wenigstens, und wenn es nur in Anführungsstrichen nur die Designs sind, die man schon hat, dass man die dafür verwendet. Ich bin der Meinung, man soll sogar einen Schritt weitergehen, aber wenigstens das. Ja. Kannst du uns da vielleicht dann noch ein paar Beispiele nennen, wie du das so angehst? Ja, was, wenn das jetzt nicht nur ein reines Notizbuch sein soll, irgendwie Ideen, wie kann man solche Bücher gestalten, sowas du jetzt als Low-Content-Buch, ohne dass man jetzt Stunden investieren muss, aber jetzt auch nicht, dass man einfach nur die leeren Zeilen reingibt. Kannst du uns dann noch vielleicht nochmal kurz zur Erklärung No-Content und Low-Content, was das ist, dass du das vielleicht nochmal ganz kurz erklärst für die Zuhörer. Also No-Content, No mit N-O, praktisch ist, entweder wäre ja eigentlich ein leeres Buch. Ganz leere Seiten gehen bei KDP nicht. Also
Linien, Punkte, Karos, was auch immer. Oder leere Seiten mit einem Rahmen drumherum oder nur eine Seitennummerierung würde auch schon reichen. Hauptsache, es ist irgendwas auf der Seite drauf. Das ist No-Content als Notizbuch und dann kann als Sketchbook, als was auch immer. Ja. Mhm. Und ein Low-Content ist jetzt in den USA sehr beliebt zum Beispiel, dass da so Prompts reingeschrieben werden. Also jeden Tag zum Beispiel in einem Kalender. Kalender wäre schon Low-Content, weil da hat man ja schon dieses jeder Tag anders und so. Und die erweitern das zum Beispiel mit einem Prompt. Also das ist dann irgendein Spruch, ein Motivationsspruch zum Beispiel. Mhm. Oder was auch ein Low-Content-Buch sein könnte, wäre zum Beispiel ein Sketchbook, habe ich auch schon gesehen, wo auf jeder Seite draufsteht, und heute zeichnest du eine Katze, die einen Hund küsst, zum Beispiel. Morgen steht drin, heute zeichnest du ein Haus in 3D. Morgen, was weiß ich, eine Banane. Und das ist auch schon ein Low-Content. Also wo die Leser, die Käufer animiert, was zu tun, Dinge reinzuschreiben. Was sehr beliebt ist, ist die Fitness-Nische. Da zum Beispiel ein Buch, da 90 Tage zum Traumkörper, dann schreibst du dir rein, jeden Tag, was du für Sport gemacht hast, wie lange du geschlafen hast und trackst deine Körpermaße zum Beispiel. Ja. Mein Bauchumfang ist von 80 auf 55 geschrumpft oder so. Schön wär's, ist aber nicht so. Aber sowas zum Beispiel. Oder ein Urlaubsbuch. Ich fahre gern campen und ich tracke meine Campingplätze. Ich war auf dem, da war es so schön. Man kann da ja auch so Sachen vorgeben, zum Beispiel, wie viele Sterne gebe ich diesem Campingplatz oder wie war das Wetter? Was gibt es in der Gegend? Solche Sachen zum Beispiel. Also es gibt ganz viel. Und das ist auch das, was ich eigentlich so gut daran finde, weil bei T-Shirts, also ich gehe jetzt von mir aus, ich habe das Problem, ich mache mir ein Design, wo ich zum Beispiel denke, das kaufen die Leute. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich tue das auf ein T-Shirt, ich tue das auf einen Pulli, ich tue das auf, was weiß ich, vielleicht wenn ich noch über Shirty was mache, vielleicht noch auf eine Matte oder so drauf. Und dann war es das. Wenn ich jetzt aber das Innere selbst gestalten kann. Nehmen wir mal an, ich mache dieses Fitness-Ding, ja? Und gestalte es schön. Mache das einmal fertig. Dann habe ich ja dieses Innere, kann ich ja tausendmal verwenden. Egal. Also ich kann ja dann außen einfach neue Designs machen nur. Und kann es ja immer wieder verwenden. Und ich gehe dann noch weiter und sage, ich mache es dann aber auch noch auf Deutsch. Ändere halt die Sprache noch. Das heißt, ich habe aus einer Idee kann ich das so breit skalieren, ohne dass ich eigentlich skalieren muss, ja, so im klassischen Sinn, sondern ich habe dann die verschiedenen Sprachen, ich habe die verschiedenen Umschläge, ich habe die verschiedenen Interieurs, also diese, was innen steht. Und das glaube ich, dass das ein Mehrwert ist und einfach zu verkaufen auch, weil wenn die nett gemacht sind, das muss ja, was weiß ich, das muss ja nichts Großartiges sein, aber wenn man guckt, es verkauft sich so viel Schrott auch bei KDP, dass wenn man da so ein bisschen Designer hat, der das machen kann, oder man kann es selber machen, ich glaube schon, dass man da recht gut und recht einfach Bücher verkaufen kann. Und das tue ich ja auch. Von dem her. Ich finde es auch irrsinnig spannend, einfach weil man so kreativ sein kann und sich selber das Innenleben überlegen kann und da einfach immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ne? Ja, also ich habe allein jetzt, wie ich meine ersten Bücher erstellt habe, habe ich zuerst einfach diese reine linierte Innenseiten verwendet. Dann habe ich mir gedacht, selbst wenn das nur ein Notizbuch ist, könnte da doch eigentlich auch was anderes drin sein. Ja? Und dann habe ich einfach einmal bei Amazon gesucht, was verkauft sich so als normale Notizbücher, so wie man sie früher gekannt hat. Ja? Da habe ich dann schnell ein paar Ideen gekriegt und habe mir gedacht, na gut, dann mache ich das halt auch mal auch ein bisschen anders. Und das ist dann eigentlich gar nicht so viel Aufwand. Und wie du sagst, man kann das dann für verschiedenste Cover eigentlich dann unterschiedliche Innenleben verwenden. Und so hat man dann schnell einen gewissen Produktstamm online. Und wenn man einfach mal keine Idee mehr hat,
Jetzt am Wochenende hat auch der Paul in der Gruppe gesagt, irgendwann mal hat man keine Idee mehr, welche Nische sollte noch machen, ja? So, die Katze fällt, also mir geht es so, wenn ich jetzt was suche nach Designs und ich gehe Merchant Former zum Beispiel rein, ich gebe immer Hund ein oder ich gebe immer Katze ein. Oder, ja, mir fällt da nichts anderes ein. So, da gibt es viele Nischen und so. Aber ich finde mir erstmal auch das Innenüberlegen gar nicht als Hürde sehen, sondern als Möglichkeit des Innenleben. Mhm. Ich glaube, dass wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist es super. Dann ist es auch ganz einfach zu machen, weil dann kannst du außen auch was ganz einfach, einen coolen Spruch oder, weil es verkauft sich einmal über die Nische, also über das Design. Jemand findet das Design toll, aber du kannst genauso sagen, guck mal, ich gebe dir einen Mehrwert mit diesem Innen, weil es vielleicht schön aussieht. Und dann haben wir noch gar nicht gesprochen mehr über Ausmalbücher, die ich zum Beispiel gemacht habe, die sind auch schnell gemacht. Ja. Oder Kinderbücher. Ja, aber diese Ausmalbücher, was meinst du jetzt genau damit, dass du jetzt wirklich schon was vorzeichnest oder? Nein. Also ich habe das eine Buch so gemacht, dass ich es selber gemacht habe, aber da wollte ich es einfach wissen, wie geschrieben. Aber was hast du da gemacht? Hast du da irgendwelche, weiß ich nicht, einen... Das sind nur Malbücher, wo sie leere Seiten haben und was reinzeichnen können. Nee, diese Ausmalbücher. Ich habe ja so ein Architektur-Ausmalbuch gemacht. Ja, das erste, aber jetzt hast du gemeint, die anderen sind gar nicht so kompliziert. Überhaupt nicht. Jetzt nimm doch irgendeine Nische. Nehmen wir doch die Nische Surfen. Wenn wir es letztes Mal auch gedacht haben. Oder? Und jetzt suchst du nach Surfing-Bilder zum Ausmalen und dann machst du 40 Seiten voll, Rückseite immer leer, weil man das so macht bei Ausmalbüchern. Und ja, weil falls was durchdrückt vom Stift, das... Ja, aber wo suchst du das? Bei das Google Images und die nehme ich einfach. Nein, aber da kommt der nächste Vorteil, in meine Augen Vorteil. Und zwar, wenn du bei Fotolia, gut, gibt es ja nicht mehr, aber bei Shutterstock zum Beispiel suchst nach solchen Bildern, die darf man verwenden. Und zwar in der kleinsten Lizenz. Das ist cool. Und das ist halt was zum Beispiel bei T-Shirts nicht geht. Und wieso bist du dir da so hundertprozentig sicher? Weil dass das genauso drin steht. Das steht drin, darf für KDP verwendet werden. Ich muss es raussuchen, dann kann ich dir einen Link schicken. Aber in den Lizenzbedingungen steht drin, kann für Print on Demand bei Büchern KDP speziell für Außen und Innen verwendet. Eins das zu ist eins. Natürlich ein Kracher. Das eins ist... zu eins. Das heißt, nicht wie bei FreePick oder wie sie alle heißen, sondern wenn du mal nach Coloring Books guckst, amerikanische, ja, von den Topsellern, die wirklich zigtausende verkaufen von diesen Büchern und machst mal eine Image-Suche, dann wirst du die Bilder bei Shutterstock finden. Okay. Unbearbeitet, eins zu eins genommen. Ist so. Okay. Ja, und wenn nicht, dann kann man sich ja andere Quellen suchen, so wie diese diversen Design-Bundle-Seiten, wo man ja sogar für Print-on-Demand die Dinge verwenden darf, also für T-Shirts verwenden darf. Ja, und für Bücher. Warum sollte man es dann nicht auch für Bücher verwenden können, ne? Denke ich mir. Nee, das kann man auf jeden Fall dann. Also wenn man für Print-on-Demand... Aber Shutterstock zum Beispiel, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das dann... Ja, das wusste ich auch nicht. Aber da bin ich dann drauf gekommen, weil es irgendjemand hat auch hier geschrieben. Nein, ich bin drauf gekommen, weil ich habe gesucht, genau. Wo kriegen die anderen eigentlich ihre Bilder her? Weil mir war klar, dass die nicht alle selber zeichnen, ja. Und dann habe ich auch gesehen, dass manche auch dieselben Bilder drin hatten. und so habe ich dann gesehen, dass es dann Bilder von Shutterstock waren oder von iStock-Foto oder Deposit-Foto, also ist egal wo. Und dann habe ich gesucht nach dieser Lizenz und es ist tatsächlich so, dass man sie verwenden darf. Aber das Adobe Stock ist ja nicht gerade billig. Ja gut, aber... Das ist alles nicht billig, aber... Ein Bild, wenn du jetzt das größte Abo machst... Das kostet, wenn du es... 180 Euro. Ja, wenn du in monatlich, wenn du es aber monatlich bezahlst, kostet es 199,99. Okay. Ja? Und das mache ich jetzt einmal und kündige es gleich. Ja, dann habe ich $200 ausgegeben. Ich habe 750 Bilder zur Verfügung.
glaube, es ist pro Tag limitiert auf 25 Downloads, so war das früher zumindest, kann ich mich erinnern. Nee, ich kann in dem Monat 57 Bilder runterladen. Und zwar. Das ist nicht mehr pro Tag? Nee. Nein, okay. Da steht 750 Standard-Stock-Medien pro Monat. Okay. Früher war es pro Tag irgendwie limitiert. Ja, als ich das letzte Mal geguckt danach, das war vielleicht vor 3-4 Monaten und da war es so. Ja. Weil das war die Option, ich habe es noch nicht gemacht, aber die als nächstes, wenn ich dann in die Richtung gehen will, ansteht. Und das sind 750 Bilder. Ich muss innerhalb von einem Monat runterladen, weil danach verfallen sie. Aber ja. Die kannst du dann für immer verwenden? Für immer verwenden, genau. Steht auch so drin. Okay. Alles klar. Und dann, wenn du dann noch überlegst, das sind ja Vektoren. Also ich würde nur Vektoren runterladen. Und die Vektoren, wenn du jetzt zum Beispiel nach Dinosaurier suchst, da hat es ganz oft einzelne Dateien, die schon 10 Dinosaurier drin haben. Mhm. Ja, wenn du das jetzt auch noch mit reinrechnest, ja. Dann hast du ja nochmal Multiplikator drin. Und dann, klar, man muss sich schon ein bisschen was denken dabei. Ja, nee, jetzt nicht wild runterladen, sondern was weiß ich, überlegen, welche Bücher möchte ich machen und schreibe mir das auf. Und dann lade ich die halt einmal runter im Monat, gebe sie einem Designer. Das war nicht meine Idee, das ist die Idee von Hansi. Danke dafür. Und gebe sie einem Designer und sag, guck mal, du hast hier 750 Bilder, du darfst sie verwenden, wie du willst. Du darfst alles damit machen. Du musst dir nie überlegen, ob irgendwas klaut oder irgendwas, weiß Gott woher, holt. Mach mir die Bücher. Hier, die Themen. Wir sehen uns in 2 Monaten oder so. Und das ist natürlich super, ja. Und ja, das ist wirklich nicht schlecht. Also ich schaue nämlich gerade bei Adobe Stock, wenn du da Coloring Book zum Beispiel eingibst, gibt es viele Sachen, ja. Und selbst wenn die sich mal wiederholen, es interessiert mich. Ja. Ich meine, diese Coloring Books Saison ist bestimmt vorbei, ja. So vom oder was heißt vorbei? Nicht mehr so aktuell, wie sie mal waren, aber sie verkaufen. Ja, aber für Kinder denke ich mir schon, oder? Kannst du da kurz noch sagen, wie würdest du jetzt so ein Coloring Book anlegen? Wie viele Seiten hat das? Und du sagst dann quasi auf jeder zweiten Seite ist dann eine Grafik drauf. Ja? Das heißt, wenn ich 100 Seiten habe, brauche ich eigentlich 50 unterschiedliche Grafiken, oder? Genau. Ja. Und machst du das dann so 100 Seiten zum Beispiel? Oder wie machst du so ein Coloring Book, eins von deinen? Also meins hat 40 Seiten. 40 Bilder. Also 80 Seiten. Okay. Fertig. Und so sind die meisten. Ich würde auch gar nicht anfangen und sagen, ich möchte den anderen toppen und ich mache 100 Bilder rein auf 200 Seiten oder so. Ich glaube, das ist dann schon egal. Das interessiert die nicht, ja. Das ist. Und dann hast du dieses Innenleben mit deinen 40 verschiedenen Grafiken und dieses Innenleben verwendest du dann mit unterschiedlichen Covers, oder? Ja, oder wobei meins habe ich tatsächlich nur einen. Machst du das themenbezogen? Dinosaurier zum Beispiel. Genau. Ja. Oder Dinosaurier, ja. Oder irgendwie da auch wieder Ideen sammeln. Ja, super. Und wenn du da guckst, es gibt natürlich da wirklich schon sehr viel. Aber meins, ich war ja nicht das erste Architekturbuch, wo es da gab. Und es verkauft sich ja auch. Also von dem her. Denke ich, selbst wenn es Dinosaurierbücher gibt, dann macht man halt nochmal eins. Und da ist natürlich die weil es doch aufwendiger ist, ist natürlich auch die Konkurrenz geringer, wie jetzt bei den Notebooks zum Beispiel. Ja, glaube ich gern. Aber man hat natürlich den Aufwand beziehungsweise die Ausgaben vorher. Aber ich denke, es lohnt sich und es rechnet sich. Ja, ich würde da auch einfach mal bei diesen Design-Plattformen schauen, HungryJPEG und wie auch immer sie heißen mögen. Da gibt es immer wieder Bundles als in Aktion, wo man 20, 30 Dollar zahlt und einen Haufen an Grafiken kriegt. Genau. Die darf man für die T-Shirt Print on Demand verwenden, wenn es nicht das einzige ist am T-Shirt, dass man einfach das fertige File nimmt und draufpappt. Deswegen kann man die sicher dann auch für diese Bücher verwenden, weil das ja dann auch nur eines von vielen Designs ist, was in diesen Büchern vorkommt. Ja. Denke ich mir. Und bei Büchern ist es ja auch weniger reglementiert, das Ganze. Sieht man ja schon als Shutterstock, ja.
bei dir. Weil oft, das Ganze kommt ja auch daher, wenn jemand ein Buch schreibt und ein Cover braucht. Also ich habe schon viele Covers über irgendwelche Wettbewerbe gemacht für Leute. Da konnte ich ja auch die Bilder nehmen von Shutterstock oder von Fotolia, wie auch immer. Mhm. Und die können ja jetzt nicht sagen, oh, das ist aber KDP, also Print on Demand, also da nicht, weil das darf man auch. Und so steht es auch, wie gesagt, drin. Aber wie gesagt, man kann danach gucken. Das ist ein extra, in den Lizenzbedingungen, ein extra Bereich, wo es genauso drin steht. Bei Shutterstock. Da habe ich es gefunden. Das ist ja, schon mal ein sehr guter Tipp, glaube ich. Den ja, wir genau. Das denke ich auch. Und das, die Bilder kann man ja auch für Notebooks verwenden, für Covers und so. Es muss ja nicht nur Auswahlbücher sein. Also. Nein, das war jetzt nur einfach ein Tipp von dir quasi. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Weil du vorher gemeint hast, du hast Merch Informer erwähnt und Merch Titans. Ja. Gibt es sowas in die Richtung auch für KDP? Also ich habe jetzt gelesen vor kurzem, oder habe ich schon öfter gehört, KDP Rocket, falls dir das was sagt. Da kommt jetzt demnächst eine neue Version raus, die sich sehr interessant anhört. Hast du das, verwendest du das oder glaubst du, ist das gar nicht das Richtige für diese No- bis Low-Content-Bücher? Das KDP Rocket, mit denen habe ich mal geschrieben, ganz am Anfang. Da war es noch so, die Antwort von denen war, bisher nehmen die nur die Kindle-Bücher, also nicht die Paperbacks, also nicht die Taschenbücher. Okay. Für die Suche. Wird sich wohl in der nächsten Version ändern. Und es wäre dann, glaube ich, so im November, Dezember gewesen. Hab mich aber nicht mehr drum gekümmert, weil es jetzt so ganz gut funktioniert hat. Und aber die kostet auch, ich glaube, einmalig 100 Dollar. Genau, derzeit noch knappe 100 Dollar einmalig und wollen auch irgendwann einmal auf ein Abo umsteigen, aber also auf ein Abo-Modell. Und ja, also ich fand das ganz interessant. Aber ich habe es noch nicht. Aber hast du es auch noch nicht verwendet? Nee, weil ich letztendlich habe verpasst und er hat mir jetzt keine E-Mail geschickt und gesagt, jetzt geht's. Deswegen habe ich diesen Zeitpunkt jetzt auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es. Ich habe nur jetzt eben gerade wieder so ein Newsletter gekriegt vor kurzem. Ich habe es auch nicht gekauft mehr noch, weil ich da, wie gesagt, ja noch kaum was hochgeladen habe und das noch nicht. Aber ich wollte mal wissen, ob sich das auszahlt. Jetzt demnächst kommt eine neue Version raus, wo auch deutsche Bücher und so indiziert werden. Aber ich weiß nicht, was du eben so genau, gesagt hast. Genau, das war auch noch. KDP jetzt, drin. Wo du sagst, Deutschland waren ja noch gar nicht dabei. Ja. Und da ich dann gemerkt habe, dass ich relativ viel in Deutschland mache, deswegen habe ich es dann noch nicht gekauft. Genau so war es. Das war auch der Punkt. Na, vielleicht hat ja irgendjemand von den Hörern schon Erfahrung damit und kann uns mitteilen, ob sich das Ding auszahlt oder nicht, weil so mag ich jetzt auch nicht einfach 100 Dollar. Ja, genau. In der Bookmark habe ich es drin, aber wenn, dann müsste es jetzt mittlerweile auch, also mindestens Deutschland und ja, für mich sogar die andere. Ja, vor allem, wenn nicht KDP dabei ist, dann bringt es wahrscheinlich genau gar nichts. Dann ist es eher für normale Autoren oder weiß ich nicht. Ich nutze dein Tool. Mittlerweile. Das ist sehr löblich. Welches? Wie heißt denn das? Merchresearch.de. Das ist super. Das heißt, jetzt muss ich das kdpresearch.com auch veröffentlichen eigentlich. Ja, gut, du hast ja da unten drin mit dem Haken. Genau, da ist schon einmal testweise drinnen. Auch und für ich finde es ganz gut. Mir hat mir schon viele Ideen gebracht. Weil man sie wirklich geballt dann hat, ja. Und dann sieht, kann man die auch ganz gut vergleichen. Was machen die anderen so? Fand ich ganz gut. Wer es auch noch hat, ist ja Merch Titans, hat es ja immer noch drin, das KDP. Mhm. Nutze ich aber nicht mehr, weil, ich meine, man kann nicht jedes Tool nutzen. Wobei Merch Titans, muss man dazu sagen, hat angekündigt, die haben ja mittlerweile, machen die ja recht viel mit Automatisierung auch. Und da soll wohl in 3 bis 4 Wochen ein Game Changer rauskommen, was das Upload angeht von KDP. Okay. Ich habe den angeschrieben, den Curtis. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Eigentlich antwortet er immer innerhalb von 20 Minuten. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen was kritisiert. Vielleicht hat ihm das nicht gepasst. Und was? Aber du kennst ja das Upload-Tool noch nicht, oder? Nein, nicht das, sondern er hat ja ein Upload-Tool für Merch gemacht und für die ganze T-Shirt-Geschichte.
Ja. Und da habe ich angefragt, wie es eigentlich ist, weil Merch und Abmahnungen bzw. Sperrungen, was kann er dazu sagen, weil er das automatisiert und da hat er nicht drauf geantwortet. Aber in diesem neuen, also das gibt es seit 2 Wochen oder so oder 1 Woche, und da hat er halt in dem Teaser drin, dass in 2 bis 3 Wochen für KDP auch was rauskommt. Und wenn man das dieses Upload-Tool jetzt abonniert, dann kriegt man das andere wohl auch dazu. Deswegen habe ich. Ach so, ich weiß schon, das Upload-Tool von Ihnen war. Ja. Genau. Genau. Aber da weiß ich leider noch nicht. Es gibt es noch nicht und daher muss man abwarten. Und ja, das ist wieder was, wo man mit Excel-Listen quasi im Vorfeld alles vorbereiten muss und dann das Upload-Tool quasi alles erledigt dann. Genau, und das Zweite, ich brenne ja gerade für dieses, seid ihr das mit dem Merch Wizard? Ja. Bei mir lohnt sich halt noch nicht, weil ich bin Tier 100, von dem her. Aber die haben jetzt eine Ankündigung, dass es für KDP rauskommt auch. Ja, das habe ich auch schon gelesen, habe ich mich schon eingetragen. Ja. Im ersten Quartal steht drin, da habe ich mich jetzt eingetragen in die Liste. Wo kann man sie da eintragen? KDPWizard.com, denke genau. ich. Ja, nicht .com, sondern .app. Ah, okay. Ich hier gespeichert. Wie KDP.wizard? Nein, zusammengeschrieben. .app. So wie Applikation. Ja, genau. Okay, und für was muss ich mir da eintragen? Ach so. Die sagen ja, da kriegst halt dann eine Info, wenn es rauskommt. So. Hallo, du darfst jetzt $50 mehr im Monat zahlen. Oh, hoffentlich ein gutes Angebot für alle Leute, die sich gleich einmal angemeldet haben. Ja, hier, dann Coming Quartal 2019 steht dran und da halt einfach eingetragen. Und wenn das natürlich ähnlich läuft wie das andere, dann ist es natürlich echt sehr cool. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Wobei, ich denke, es werden recht viele kommen jetzt. Ja. Ich meine, es ist im Kommen und natürlich lassen dann die ganze Tools nicht lange auf sich warten. Ja. Sonst gibt es diverse Tools noch, die du noch nicht erwähnt hast, für KDP. Ich nutze auch das Data Sprout, dank... Ah ja, genau, das haben wir schon gehört letztes Mal. Und natürlich Autofill, das war mein Lebensretter überhaupt. Auch wieder danke Jonathan zurück. Weil ich habe davor, ich dachte, ich kriege schon Krämpfe in der Hand. Ja, immer Copy, STRG-C, STRG-V, auf 2 Bildschirmen. Ich bin schon abends hochgekommen, ich war schon ganz, wie sagt ihr, deppert. deppert. Und mit dem ist es jetzt halt echt super, ja, mit dem Auto. Vielleicht noch eine kleine Info zum Einstreuen, weil wir das ja im Vorgespräch besprochen haben. Für die Leute, die es nicht wissen, wie sie deren Einkünfte von KDP, dem Steuerberater, vorzeigen sollen. Ich habe es nämlich auch übersehen. Wenn man unter im Dashboard drinnen ist und dann unter Reports geht, gibt es der vierte Reiter, da steht Payments und hier werden pro Land, also pro Marketplace, werden die Auszahlungen aufgelistet und das ist etwas, was man dann dem Steuerberater schön ausdrucken kann. Ja, ich habe nämlich vorgedacht, oh mein Gott, die schicken mir eine E-Mail, hallo, du hast eine Zahlung erhalten. Aber nicht wie viel. Und da haben wir gedacht, na super, das wird ja immer schöner mit Amazon. Wie soll ich das dem Steuerberater erklären? Oder der Steuerberater dann im Finanzamt halt. Ja. Und wie gesagt, das haben wir jetzt ja herausgefunden. Oder du hast es schon gewusst, aber ich habe es halt, hab das nie gesehen. Also für alle Leute, auch glaube ich, der Jonathan hat es nicht gewusst. Also Grüße gehen raus, du weißt das jetzt auch. Mhm. Genau. Ja, und das ist ganz wichtig. Gut. Da steht zwar nur der Betrag, aber es reicht ja. Ja. Das ist egal. Wichtig ist, dass du eben irgendwie beweisen kannst, hallo, ich bin auf einer Amazon-Seite und hier steht, dass ich das und das in dem und dem Monat bekommen habe und wenn sich das deckt mit deinem Kontoauszug, dann ist ja das in Ordnung. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ja, sehr gut. Ja, haben wir so. Bezüglich Tools hätte ich noch die eine Anmerkung, Tangent Templates habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, die verwende ich immer lieber und sind meiner Meinung nach super. Ja. Hast du auch erwähnt bei unserem Vorgespräch, dass du die verwendest und auch ganz zufrieden bist damit? Oder? Absolut. Also die zwei, die das machen aus den USA, die sind super. Sind zwar Freaks in meinen Augen, aber egal.
Das Ding ist super. Und zwar daher, ich meine, ich nutze es, ich habe es euch ja auch gesagt, ich nutze es so, dass da kann man sich ja, man geht da rein und sagt, ich brauche jetzt zum Beispiel linierte Seiten für ein 9x11 Buch mit 150 Seiten. Und dann kann man sich entweder diese PDF runterladen und dann hat man das schon fix und fertig als Datei, die man dann bei KDP direkt hochladen kann. Mhm. Oder was ich mache, ich meine, ich nutze halt InDesign und Illustrator und diese Funktionalitäten. Ich lade mir dann eine ZIP-Datei runter, da sind die Originaldateien drin. Das heißt, ich kriege eine InDesign-Datei, genauso wie ich sie ausgewählt habe mit den Seiten, und eine Illustrator-Datei. Und wenn ich jetzt in diese Illustrator-Datei reingehe, die einfach nur eingebettet ist bei der InDesign-Datei, und da irgendwas ändere und abspeichere, dann aktualisiert es. Und dann hat man das ganz schnell gemacht. Also man, wie gesagt, klar, nicht jeder nutzt InDesign und nicht jeder nutzt Illustrator. Aber wenn wir schon bei Designer sind, Designer können die Sachen. Es geht auch bestimmt mit anderen Software. Ich nutze da diese Adobe-Software. Und dann ist es, dann habe ich nämlich alles, was, wie viele Seiten, die ganzen Ränder, wie groß das sein muss. Da mache ich mir nie Gedanken. Nur deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Ja. Die Inhalte, die die haben, dann noch für die Kirche was und was weiß ich. Und zum Sticken und zum Nähen und zum Häkeln. Die mache ich alle gar nicht. Ja. Aber ich habe einfach eine Vorlage auf genau die Größe, die ich haben will, die ich nur noch ganz schnell verändern muss. Oder kann, so muss man sagen. Und so nutze ich eigentlich dieses Tension Templates. Klar, die ersten Bücher, die ich genommen habe, war einfach 1:1 genommen und hochgeladen. Funktioniert natürlich genauso. Mhm. Aber man kann sie einfach auch als Vorlage nehmen. Da muss man sie nicht. Ich habe mir mal überlegt, ob ich das selber mache. In verschiedene Größen. Und dann vielleicht auch mal zum Dauer. Aber das gibt's da schon. Das ist perfekt gemacht von denen. Das ist ja Blödsinn. Für $59 einmalig ist es ein Schnäppchen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also und ich arbeite nicht mit denen zusammen. Ja, ich werde mir sicher auch noch zulegen, die Tage. Auch wenn ich jetzt, also ich muss sagen, ich bin da ein fauler Sack. Also ich recycle wirklich meine Designs nur und ich lade sie nur mit immer ein und demselben linierten PDF hoch. Und ja, aber ich denke mir doch, dass was ist, wenn das einmal, weiß nicht, teurer wird. Oder ich vielleicht dann doch merke, oh, KDP geht jetzt richtig gut. Und dann sage ich, ja, jetzt möchte ich mich da mehr damit beschäftigen. Dann bin ich froh, dass ich das Package habe. Ja. Ja. Aber wenn das jetzt $200 kosten würde, würde ich sagen, nee, das interessiert mich nicht. Ja. Absolut. Und was sie auch noch haben, zum Beispiel diese, also die Seite von ihnen, die Facebook-Seite ist auch wirklich gut. Da kann man ruhig auch mal reingucken. Sie machen sehr viele Updates für dieses Tangent Template. Ja, genau. Die machen sehr viele Updates. Also seit ich es gekauft habe, ich habe es vor 3-4 Monaten gekauft, ich glaube, das dritte für der Update. Jetzt haben sie auch noch so ein Tool, wo man dann nutzen kann, weil man kann sich da ja einloggen bei denen, wo man dann die passende Kategorie für die KDP-Bücher raussuchen kann. Ohne dass man in diesem kleinen Feld beim Hochladen bei Amazon suchen muss. Das ist auch sehr gut gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Warum ich vorher drauf gekommen bin, ist, weil sie jetzt auch so eine Listing-Funktion haben, wo du quasi das Listing dir vorschreiben kannst und dann werden automatisch die ganzen Felder ausgefüllt. Genau. Also quasi das, was Autofill macht, mache ich halt jetzt mit Tangent Templates. Genau, ich habe es auch installiert gehabt, aber ich war jetzt schon so in diesem Autofill drin. Ich nutze es eben nicht. Aber sie haben es ja auch eigentlich sogar ein bisschen schöner gelöst. Aber es ist dasselbe. Also ich glaube, es ist gar kein Unterschied dabei. Doch, weil bei Tangent Templates erscheint praktisch in deinem Upload-Prozess erscheint so ein kleines Auswahlfeld. Dropdown, ja. So ein Dropdown. Das hat man jetzt bei Autofill nicht. Aber ansonsten ist es das Gleiche. Also ich glaube auch. Ja. Und diese Kategoriesuche, weil sie haben nicht nur die Kategoriesuche, wo man direkt eine Kategorie sucht, zum Beispiel, dass ich finde, was weiß ich, Haustiere, Katzen,
sondern sie haben auch die Suche, wo sie dir anzeigen, wenn du dieses Keyword in deinem Listing hast, dann rankst du in dieser Kategorie. Also das, was ihr letztes Mal auch besprochen habt. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Dass Amazon quasi durch deine Keywords dich auch nochmal in gewisse Kategorien einspeist. Ja. Und die zeigen dir, welche das sind in dieser Suchfunktion. Mhm. Das ist auch ganz gut. Ah ja, na, das wird diesen Monat noch fallen für mich. Ja, das ist, und wie gesagt, das ist kein Abo-Modell. Man muss sich jeden Monat wieder eins zahlen, so einmal und gut. Und die 59, wenn man einmal ihre ganze Vorlagen durchtestet, dann hat man das auf jeden Fall wieder drin. Bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja, sicher. Also ich denke auch, dass wenn man regelmäßig hochlädt, dass man sich die 59 Dollar auch wieder dass man die wieder reinbekommt. Also ich sage immer so, alles, was ich mir kaufe, sollte sich doch innerhalb eines Jahres wieder refinanzieren. Und also das auf jeden Fall die 59 Dollar. Und wenn du das nicht schaffst, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob deine Designs echt schlecht sind. Ja, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also von dem her, ich habe es nicht bereut, das zu kaufen, auf keinen Fall. Ja. Ja, ich denke, machen wir noch ein Schlussfazit? Oder hast du noch was, Tobias? Zum Gast? Zu KDP habe ich noch was. Ich habe mir ein erstes Buch bestellt. Das ist heute angekommen, innerhalb von am Freitag, glaube ich, bestellt und heute schon angekommen. Ein erstes Buch von mir selbst gemacht. Ich werde das auch in die Shownotes posten, weil ich habe da gleich ein T-Shirt-Ideen-Notizbuch gemacht, quasi, wo man sich einmal anschauen kann, wie schaut das aus, wie ist das gedruckt, wie ist die Qualität. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, es ist eine super Qualität. Schaut sehr schön aus. Auch ich habe einfach die normale Lineatur verwendet, die wir als Download anbieten, also quasi als Goodie auf unserer Seite angeboten haben, vom Jonathan zur Verfügung gestellt. Schaut auch sehr gut aus. Das einzige Lustige ist, dass ich habe im Hintergrund, ich habe da unser Logo draufgegeben, im Hintergrund habe ich dann so eine Struktur bzw. ein Muster verwendet. Quasi dunkelrot auf schwarz und das sieht man zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr. Okay. Da muss man wirklich aufpassen, ein bisschen mit den Farben, die man am Screen noch gut erkennt, dass das dann im Druck, also am Cover, bei Weitem nicht so gut rüberkommt. Und deswegen würde ich auch allen Leuten einmal vorschlagen, bestellt euch da lieber mal ein Buch. Ich habe zum Beispiel das jetzt online gestellt um den Basispreis, also so, dass wir da gar nichts damit verdienen. Das kostet jetzt 3,39 Euro. Ja. Irre geiler Preis, meiner Meinung nach. Ja, ist cool. Und ich werde den Link einfach reinstellen und wenn ihr Lust habt, bestellt es euch. Und wenn nicht, dann bestellt sich euer eigenes Buch. Aber das würde ich schon machen, einmal anschauen, das in der Hand gehabt zu haben. Ja, und dann sieht man es auch. Gell? Genau, also zum Beispiel habe ich da am Buchrücken auch dann quasi Notizbuch und T-Shirt-Ideen draufstehen und da sieht man eindeutig, dass die Positionierung nicht ganz stimmt, ja? Was halt wahrscheinlich einfach schwer zu erwischen ist, weil meiner Meinung nach habe ich es schon an der richtigen Stelle positioniert. Da wäre jetzt natürlich interessant zu sehen, ob es bei jedem Buch unterschiedlich positioniert ist. Oder ob es immer zu tief unten sitzt, quasi am Buchrücken. Ja, stimmt, das wäre interessant. Weil dann kann ich es einfach hochziehen in der Vorlage. Ja. Aber du hast es erstellt, hast du es mit dem Cover Creator, oder? Nein, ich habe es als PDF erstellt. Ah, okay. Gut, da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also ich habe dann auch Linien drin. Aber ich glaube, da ist, wenn man den Buchrücken nutzen will, da ist dann, glaube ich, der Cover Creator doch nicht schlecht, weil das sieht man, glaube ich, genau, wo es ist. Ja, aber ich habe halt das Template quasi von Ihnen ja verwendet, wo das ja eigentlich ungefähr positioniert sein sollte, stimmt. Richtig? Stimmt. Aber ja, das ist halt Lernprozess auch, würde ich mal wieder sagen. Und falls jemand wirklich sich dieses Buch bestellt oder wir werden schon noch ein zweites in die Hände bekommen, dann werden wir schauen, ob das wirklich genau an derselben Stelle sitzt. Weil das also ich werde es mir bestellen. Na schau. Ja, genau, also das, wie gesagt, das bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und da wollte ich noch dazu sagen, ich habe das mit 100 Seiten erstellt, weil ich mir gedacht habe, das ist so diese Basisgröße.
Habe dann aber in Erinnerung gehabt, dass ja eigentlich der Preis, der Basispreis der gleiche ist, auch wenn man mehr Seiten reingibt. Habe dann recherchiert und es sind genau 108 Seiten, die man verwenden kann und es bleibt quasi dieser Einstiegspreis, der Fixpreis. Sobald man mehr als 108 Seiten hat, kostet dann jede Seite ein paar, oder weiß ich nicht, einen Cent extra oder minimal mehr. Deswegen würde ich einmal sagen, normale No-Content-Bücher einfach mit 108 Seiten reingeben, weil dann hat der Kunde mehr davon und uns kostet es gleich viel. Ja, so mache ich es auch. Ja. Ich habe immer 110, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon raus. Ich dachte, es sind 110, die man nehmen kann. Ja. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber ich werde... Also einer von uns hat recht oder keiner von uns. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes reinposten und dann werden wir sehen, ob es wirklich diese 108 Cent sind. Ich habe es so in Erinnerung. Ja, und die 2 Cent sind oder ein sind dann auch zu verkaufen. Ja, aber wenn du tausende Bücher verkaufst, dann werden diese 2 Cent auch schon wieder Geld. Das stimmt. Ja. So ein Schlussfazit noch. Das heißt jetzt, du würdest wieder an die Leute appellieren, sich KDP jetzt nicht entgehen zu lassen, weil eben das Ganze doch noch am Anfang ist und wenn man endlich mal wieder bei einer Sache von Anfang an dabei sein möchte, ja, und nicht dann eben zu denen gehören will, die sagen, ja, bei dir war es ja am Anfang noch einfach oder so, sondern dass man eben derjenige ist, wo es noch einfach war, dann sollte man sich das Thema auf jeden Fall anschauen. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder von euch da 5000 Bücher hochladen muss, aber zumindest mal die ersten 20 und mal schauen, ob sich in den nächsten 3-4 Wochen was verkauft. Ja. Genau, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja, das ist und? Immer was testen und schauen, ob sich was verkauft. Bei mir war es auch so damals, wie ich vom Jonathan den Post in der Gruppe gelesen habe, ich habe mal 20 hochgeladen und habe geschaut, okay, nach eineinhalb Wochen hat sich das erste verkauft, denke ich mir, okay, das funktioniert. Ja, genau. Und so würde ich es auch sagen. Und ich würde es nicht nur, um die Ersten zu sein, sondern ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es jeden Tag erlebe und deswegen denke ich, warum nicht? Ja, ein Versuch ist wert. Klar ist die Hürde ein bisschen höher bestimmt, vor allem wenn man nicht unbedingt Designer vielleicht ist. Aber probieren, die Tools nutzen, die es gibt und dann läuft es, bin ich mir dann sicher. Mhm. Genau. Und wie in allem, es ist ein Spiel der Zahlen. Je mehr man drin hat, desto mehr kann sich verkaufen. Klar. Ja, ich glaube, das weiß jeder von uns jetzt schon momentan. Ja, Tobias, du noch was? Ja, ich habe noch was, aber nicht bezüglich KDP, sondern bezüglich Merch. Okay, alle News haben wir herausgefunden, beziehungsweise hat uns eine Hörerin angeschrieben, die liebe Marion hat mir den Tipp gegeben, ich soll doch mal schauen, es schaut so aus, als könnte man mittlerweile auch nach Österreich bestellen. What? Ja, genau so habe ich auch reagiert. Es schaut wirklich so aus, ich habe es jetzt mittlerweile getestet, habe mir schon ein T-Shirt bestellt, es funktioniert einwandfrei, man kann nach Österreich bestellen. Innerhalb von 2 Tagen wird es geliefert und es schaut Gott ganz so aus, als wenn das restliche Europa auch dabei wäre. Also ich glaube, dass sie wirklich jetzt nicht nur Deutschland dabei ist, sondern ganz Europa. Also zumindest alle Länder, die über Amazon.de bestellen. Ja, das sind doch einige. Ja. Ich habe lustigerweise keine Liste gefunden, aber es ist eben Österreich und Norwegen und Schweden und ein paar andere auch noch dabei, die alle über DE bestellen und die können jetzt ganz normal auch die Merch-Shirts bestellen und meiner Meinung nach sind da jetzt zig Millionen neue potenzielle Kunden dabei und ich habe noch nichts davon gelesen. Das ist ja mal richtig cool. Also Grüße gehen raus an Marion, gegrüßt von uns. Und lustigerweise, was ich noch dazu sagen muss, ich habe das ja nicht geglaubt. Ich habe mal gedacht, okay, irgendwann im Bestellverlauf kommt dann noch einmal dieser Hinweis, er kann leider nicht nach Österreich versendet werden, so wie das bisher war. Ja. Und haben halt gleich einmal eins bestellt von mir, habe ich nicht groß geschaut, was ich mir da bestellt, weil ich mir gedacht habe, na gut, ich kann es ja stornieren. Ja. Lustig ist aber, ich kann es nicht stornieren. Ja. Er sagt... Also ich habe es storniert, dann kriege ich aber die E-Mail, dass das Produkt nicht storniert werden konnte.
Was für mich bedeutet, kann gar kein Merch-Produkt storniert werden. Also sie schreiben dann sehr wohl rein, ich kann es halt dann, wenn es ankommt bei mir, kann ich es natürlich zurückschicken. Mhm. Aber ich habe das 2 Minuten vorher bestellt und es ist trotzdem schon in diesem Prozess drinnen, dass es nicht mehr storniert werden kann, so wie wenn es halt schon in der Druckerei wäre. Ich glaube, dass die nämlich durch das, dass sie so schnell sein müssen, ja, dass die das einfach sofort weitergeleitet und irre. Also ja, das habe ich nicht erwartet. Jetzt habe ich irgendein T-Shirt von mir, das ich eigentlich gar nicht haben will, aber ja. Für zu Hause zum Arbeiten ist egal. Ich habe ja testen müssen. Dann steht ja dem Tierab nichts mehr entgegen. Ja, da muss ich mal noch ein bisschen was investieren, aber demnächst. Demnächst ist es wieder soweit. Ja, stimmt, das ist jetzt natürlich auch eine Riesenchance für die österreichischen und Schweizer Merch-Hustler, die noch in den unteren Tiers sind. Jetzt können sie sich auch ohne Probleme und ohne Umwege, sagen wir mal so, bestellen konnte man sich's ja, aber ohne Umwege quasi den Tier abkaufen. Ja, genau. Und ich habe es sogar probiert, ja, nach Holland kann ich es schicken, ohne Versandkosten sogar. Ich habe es nach Italien kann ich es verschicken, aber Italien hat wieder eine eigene, also Amazon IT. Also ja, ich bin nicht ganz sicher, in welche Länder jetzt dazugekommen sind, aber zumindest einige von den Großen, die über Deutschland einkaufen, das ist schon einmal ein Riesenkracher. Ja, auf jeden Fall, absolut. Weil das Gute ist, jetzt können zumindest auch Freunde von mir oder so sich Sachen von mir kaufen. Ja. Und man kann eben echt auch Österreich targetieren, ja, was halt bisher nicht viel gebracht hat. Ja, das stimmt. Das ist jetzt vielleicht noch gar, eben, da hast du eigentlich noch gar keine Konkurrenz. Hm. Außer die Leute es nicht bisher nicht gewusst haben, dass es ja gar nicht geht, dass man nach Österreich liefert oder in die Schweiz oder was auch was für andere Länder auch immer. Ja, sehr coole News. Ja. Wunderbar. Ja. Also danke an die liebe Zuhörerin. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ist es das für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin wieder lästig und sage, abonniert den YouTube-Kanal. Und danke an unseren Gast, Markus. Ich gerne. Hoffe, du möchtest wieder mal kommen. Wenn ich darf. Wenn sich News ergeben für KDP. Ja. Vielleicht schaffen wir sogar mal eine Viererkonferenz mit dir unten, Jonathan. Ja, genau. Das wäre mal was. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da. Dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.